Einen Schritt zurück. Ich mach einen Schreck zurück. Du kannst ja auch in die Mitte stellen. In die Mitte, das ist, ja, wir haben noch ein Kreuz für dich aufgemalt. Ja, die einen nennen das Zelebrieren, die anderen nennen das Denke über den Text nach. Egal. Was du nicht weißt, das ist eine Falltür, du. Aber du fällst weich. Und das Kreuz ist kein Klebeband, sondern das sind Fritten. Sind sie auch heiß? Das musst du gleich, das wirst du gleich feststellen, wenn du runterfällst. Ich freue mich drauf. Seid ihr bereit? Du musst das normal fragen. Es scheint nicht so zu sein. Seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Das ist egal. Und ich stehe direkt hinter dir, das ist echt gruselig. Ich stehe hinter dir da. Ja, du hast recht. Bessere Idee. Moment. So, jetzt kann ich. Bist du jetzt bereit? Sag doch mal bitte. Bist du bereit? Oh yeah! Well, it's one for money. Vielen Dank, Gies. Schönen Abend noch. Ciao. Das war Basti. Der hat, glaube ich, jedem aus der Baseball-Band eine Mail geschrieben. Er wollte einmal die erste Zeile von Bluesfeld Show singen. Auf allen Bühnen dieser Welt. Dann hast du gesagt, geil, den Verrückten gehört die Welt. Was war's? Emo. Emo, Emo, den Verrückten gehört die Welt. Emo. Genau genommen ist das ja mein Kreuz. Ne? Ich stehe ja hier eigentlich immer. Das Kreuz ist yours. Das Kreuz ist yours. Ist schön, wenn man so aufgestiegen ist, dass man sagen kann, hey, das ist mein Kreuz. Was Jesus damals auch gesagt hat. Oh. Das war ein Riesenknaller, Basti. Nach 11 Jahren Bandgeschichte gibt es immer noch die Momente, da schäme ich mich echt. Ganz schön toll. Und aber es ist auch geil, wie wir hier stehen, oder? Also eigentlich müssen wir jetzt alle so machen, einfach. Damit das Bild spielt. Bei Madonna hat es doch für einen Skandal gereicht. Ja. Mal gucken. Die Zeiten ändern sich. Heute musst du ein Echo zurückgeben. An ein Kreuz genagelt. Das wird nicht besser. Du machst es auch nicht besser. Ich stell mir das gerade vor, wie so Disney-Kollege. Warte doch nicht hier runter, Mann! Hey, bist du voll behindert? Ja, voll die Hänger müsst ihr doch behalten. Voll eine Scheiß-Situation! Oh Mann! Wie soll ich jetzt hier weitermachen, ey? Um mal wieder Ruhe reinzubringen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wo wir stehen geblieben sind? Genau da geht's jetzt weiter. Ich weiß nicht mehr. Egal. A Tim for the show! Vielen Dank! Nicht aufhören! Nicht aufhören! Vielen Dank, Danilo! Ja, ja! Danke für euch! Okay! Willst du auch noch? Achso, ja klar. Du musst dich jetzt Kollege nennen. Passt schon. Hey, Kollege, komm. Ihr wisst ja, wir müssen immer so ein bisschen aufs Branding achten. Jetzt haben wir so viel Werbung für Jesus gemacht. Jetzt müssen wir natürlich auch Werbung für Buddha machen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich hätte heute 8 Liter Frittenfett getrunken. Und dir die Haare abrasiert. Stimmt. Ganz ruhig eben. Das ist es wert. Das wird. War das jetzt die letzte Salbung? Nee, den Buddha an den Bauch rein bringt doch Glück. Nee. Ist das so? Du musst dir was wünschen. Ich dachte, Schornsteinfeger grüßen bringt Glück. Bleibe dir das Rauchen wünschen. Oh, das ist die neue Baseballstation. Nachher am Merchstand. Du bist bei mir selber auch. Versuch's doch. Gestern Tuttling haben wir uns Spanferkel gewünscht. Das kam. Ich habe jetzt Angst, dass wir gleich Frittenfett kriegen. Polizei, Wasser können wir von also, wie sprechen Buddhisten? Auf welcher Sprache? Buddhistisch. Ah, ja. Hoch die Hände, Wochenende! Weiter! Wisst ihr, warum wir das eigentlich machen? Weil diese ganzen Menschen, die das ganze Konzert über mit dem Handy da stehen, dann irgendwann mal merken, so, oh, Speicherplatz ist alle. Es ist immer schön, wenn Leute mit den Augen auf die Bühne gucken, aber. Licht seht ihr woanders als im Display. Mach jetzt. Geht nicht drauf zu. Noch nicht. Wo ist die Alter? To get ready. Das kommt erst. Diese grüne Decke wird. Go, winke Katze, go. If you get ready, I go.
Oh,